Happy Release Tag! Macabellum ist endlich im Full Release erschienen. Es war ja längere Zeit in der Early Access und um das heute zu feiern, wurde ich eingeladen, das tolle Spiel einmal mit euch zusammen zu zocken. Vielen lieben Dank an Paradox Arc für das Sponsoring dieses Streams und ich wünsche euch einen wunderbaren Release Day. Und wenn ihr Bock habt auf das Spiel, vielleicht habt ihr es auch irgendwo schon gesehen, in der Early Access wurde ja auch viel gespielt, ist ja ein sehr beliebter Titel, könnt ihr den euch natürlich jetzt über meinen Chatbot auch gerne kaufen oder über meine Grafik auf der Twitch-Startseite meines Kanals und euch das parallel mit mir jetzt runterladen und vielleicht können wir nachher noch eine Partie gegeneinander machen. Das muss aber auf Noob-Level passieren, denn ich habe leider noch keine Erfahrung. Das heißt, ich kann euch nicht der Reihe nach abservieren in diesem Spiel. Ich weiß natürlich, worum es geht, aber nehme mir heute zum ersten Mal die Zeit, wirklich reinzuschauen und es in aller Ruhe genüsslich zu zocken. So, ich bin hier oben, wie ihr seht, ich bin schon im Spiel, können wir ein bisschen mehr Sound machen. Und wir haben verschiedene Optionen. Wir können natürlich jetzt direkt, was mega dumm und tödlich wäre, weil ich ja sonst, ich werde nur abgeschlachtet, uns in ein Multiplayer-Spiel schmeißen. Oder wir machen so ein paar Solo-Sachen erstmal. Im Grundsatz geht es bei dem Spiel um Folgendes. Wir sind der Kommandeur einer Mech-Einheit und müssen den gegnerischen Kommandeur besiegen. Dazu stellen wir uns jeweils ein Einheitenportfolio zusammen, die dann automatisiert gegeneinander antreten. Und dann ist das Ganze natürlich so ein erweitertes Steinpapier-Schere-Prinzip. Das heißt, der Gegner baut Flugeinheiten, ich baue Flak-Einheiten. Der Gegner baut ganz viele kleine Einheiten, ich baue eine Einheit, die gegen viele gute kleine Einheiten funktioniert. Ne? Ihr kriegt das Prinzip. Und da muss man natürlich dann clever sein, man kann die Einheiten upgraden, verbessern und so weiter und so fort. Es ist dann sehr komplex, aber das Grundprinzip ist schnell verstanden. Nur es zu meistern, da muss man natürlich pfiffig sein. Wollen wir einfach mal eine Übung machen? Und wir gehen mal auf Normal. Und dann werden wir schon gut sein. So, jetzt können wir hier eine Startaufstellung. Ah, pass auf. Vorratsspezialist, erhalte 50 zusätzliche Vorräte pro Runde. Spezialist für Taifune. Elite-Spezialist, erhalte zusätzlich 100 Vorräte in der ersten Runde, sodass du sofort Einheiten Rang 2 rekrutieren kannst. Klingt ganz gut. Lufteinheiten verbrauchen keine Vorräte mehr, wenn sie freigeschaltet werden. Oh, das ist natürlich sehr gut für Lufteinheiten. Das finde ich ganz gut. Wir machen erstmal das hier. Zack. So, los geht's. Das sind hier meine Maggies. Und empfohlene Formation. Ah, guck mal. Das sind von Community-Leuten eingesendete Formationen. Sehe ich das richtig? Pants of Fury? Fresh Pro? Das ist ja geil. Die kann ich dann einfach so übernehmen. Das ist ja eine super Hilfe. So, und hier sehen wir den Gegner. Da hat der seine Einheiten. Und der kann jetzt auch eine Formation wählen. Ich kann die aber auch beliebig hin und her schieben. Wenn ich die anklicke, seht ihr, dass ich die so, also hier ist die Grenze, weiter darf ich nicht. Und dieser rote Pfeil gibt eine Vorschau, auf wen der dann ballert, wo der hingeht. So, so war ja, glaube ich, die Idee von dem. Und wir haben noch 300 Vorräte übrig und können jetzt einkaufen gehen. Das heißt, wir können entweder... Wir könnten noch so einen schweren Raketenwerfer kaufen. Können wir auch... Was ist hier? Ja, guck mal, wir können die auch upgraden. Werferüberlastung. Das Angriffsintervall des Sturmrufers wird um 50% und die Reichweite um 40 Meter reduziert. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird um 5 erhöht. Okay, da können wir halt noch so ein Upgrade machen. Die haben ja... Von denen haben wir 3. Würde vielleicht Sinn ergeben, hier irgendwas noch zu machen. Erhöht die Reichweite um 40. Wir machen Reichweitenerhöhung, kaufe ich noch. So, jetzt haben alle meine Einheiten dieser Bauart hier, haben jetzt dieses Upgrade, soweit ich weiß. Und das, habe ich vorhin schon mal gezeigt, das hier sind ja so Humvees, ne? Und die stehen überall rum und das finde ich super, weil die geben einem ein Gefühl von Größe. Also man weiß jetzt einzuschätzen, wie groß diese Mechs sind. Hier ist ein Gabelstapler und
handelsüblicher Container. Und wenn man weiß ja, wie groß die Container sind, und dann sieht man, boah, selbst diese kleinen Einheiten sind eigentlich ganz schön groß. So, und jetzt, wenn wir sagen, okay, ich fühle mich wohl mit der Aufstellung, dann können wir die Runde beginnen. Und jetzt rennen die gegeneinander an. Und das hier sind so Kommandozentralen, die sollten wir möglichst schützen. Und jetzt ballern die. Und dann müssen wir das jetzt analysieren, ne? Wo, an welcher Stelle läuft es nicht gut? Und dann müssen wir korrigierend eingreifen. Oh, guck mal, die zerballern hier meine Freunde. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Kern wird komplett geschrottet. Und ja, das ist voll blöd. Jetzt sind meine Einheiten kurzzeitig so ein bisschen gelähmt. Oh Gott, jetzt wird das Forschungszentrum zerballert. Oh Gott. Ich glaube, ich verliere diesen Kampf, überraschenderweise. Okay, wir haben ein paar Einheiten gerettet, aber es war deutlich, dass wir nicht die bessere Mannschaft waren gerade. So, pass auf. Du musst eine Verstärkung auswählen, um fortzufahren. Im Moment können nur die Einheitenattribute angezeigt werden. So, was können wir jetzt verbessern? Scharfschütze, 3 Scharfschützen-Squads, 1 Wasp, 1 Säbelzahn-Squad, Artilleriepanzer oder Arclights. 3 Arclights. Wir nehmen mal ich finde das Artillerie-Ding finde ich ganz geil. So. Und vielleicht sollten wir ein bisschen. Ja, das sind die Dinger. Da ist mehr zu haben. Wir sollten vielleicht die Artillerie. Was hat die für eine Reichweite? Bam. Das sind hier unsere kleinen Homies. Die Homies. Ach. Die darf ich gar nicht bewegen. Nur neue Einheiten dürfen sie. Ah, ist klar. Ich darf jetzt die Startaufstellung nicht mehr verändern. Nur bei die neuen Einheiten darf ich verändern. Okay, dann. Wir haben noch 350 Mark. Jetzt können wir nicht noch ein Upgrade fahren? Hier sowas. Guck mal, hier können wir noch was upgraden. So, Reichweite von diesen Johnnies nochmal erhöht. Komm, dann gehen wir jetzt. Gehen wir rein. So. Beide Fronten. So, können wir beide beobachten. Oh oh. Die pesen durch und machen wieder meine Zentrale kaputt. Das Ding ist im Arsch. Es sieht nicht gut aus. Ich befürchte, wir werden nicht siegreich sein. Beide Türme zerstört. Ich komme nicht mal mehr zu denen. Ich wurde einfach komplett vernichtet. Runde 3. Ich muss irgendwas machen. Ah, so ein Wasp-Swarm, Leuchtfeuer. Nano-Reparaturset. Nee, ich glaube, das. Ne? Ich brauche mehr Angreifer. Das funktioniert so nicht. So, wir haben 600 Mark. Wir können jetzt hier, ich glaube, vielleicht einfach ein bisschen mehr. Wir können auch hier neue Einheiten entsperren. Er hat jetzt ja super viele. So, was hat er denn überhaupt? Vielleicht muss ich noch mehr so kleinere Einheiten auch einfach haben. So schnelle kleine Wiesel-Einheiten. Kriecher. Ja, sowas vielleicht. Ich will die Kriecher haben. Und zwar richtig viele. Ich muss mehr haben einfach. Brauche mehr Einheiten. So, die Kriecher. Ich will die an einer Seite überlagern. Wir müssen auch mal irgendwo hier. Zack. Warte. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich packe die jetzt mal hier. Dass diese Typen, die waren nämlich voll schnell und haben genervt. Und die will ich jetzt kontern. So. Let's go. Mist, die haben kaum getroffen. So, hier, jetzt kommen die nämlich nicht so schnell nach vorne. Jetzt kann meine Raketenartillerie ein bisschen mehr
zum Einsatz kommen. Weil die haben mich komplett direkt überrannt am Anfang. So, jetzt kann die hier nämlich, guck mal, das hat sogar funktioniert. Hier hinten ist immer noch Vollgrütze, aber... Ja, sie haben mich trotzdem noch überrannt. Aber eine Zeit lang sah es besser aus. Runde 4. Ich habe 1146 Spielstunden in Mechabellum, sagt Scarabray. Ja, du kannst mir gerne Tipps geben. Die Kriecher sind gut, um große One-Shot-Einheiten zu beschäftigen. Gegen Area of Effect sind die schlecht, ja. Also, was können wir machen? Elite Mustang. Elite Tarantel. Erweiterte Offensivtaktiken. Erhöht den Angriff aller Einheiten um 30%. Finde ich ganz gut. Jetzt haben wir 750 Mark. Jetzt können wir... Hier werden wir natürlich komplett überrannt. Ich bin ja Fan davon. Sollen wir die nicht einfach mal... Ich darf nur... Okay, das war blöd. Ich darf nur... Wächterrakete. Einmalig einsetzbare Wächterrakete. Oh, das ist gut. Gibt's Friendly Fire? Ich stell die jetzt, ich versuche mal diese eine Front hier zu überlagern. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber dann kann meine Artillerie da mehr machen. So. Und darf ich natürlich noch nicht machen. Das können wir dann im Spiel hoffentlich gleich machen. So, wir fangen mal an. So, hier Dings gegen Dings. Ja, alles gut, alles gut. Ah ne, ich darf die doch nicht mehr nehmen jetzt. Schade. Ich dachte, ich könnte die während des Kampfes noch einsetzen, aber darf ich gar nicht. Hätte ich früher machen sollen. Hier werde ich schon wieder komplett überrannt. Da habe ich ja gar nichts verstärkt. Ich habe alles auf diese Seite gepackt. Aber ich werde einfach komplett kaputt gemacht. Die haben jetzt hier mein Forschungszentrum oder was das ist. Ich werde komplett überrannt. Ne, ich zahle Lehrgeld, ne? Ist aber nicht schlimm hier. Ich verliere richtig Lebenspunkte. Der hat noch gar nichts verloren. Runde 5. So, jetzt habe ich aber viel Geld. Komm. Wir machen... Orbitales Bombardement. Nano-Reparaturset. Das finde ich ganz geil. Aber das ist auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich doch richtig viel Geld. Kann ich denn jetzt nicht irgendeinen Mega-Monster... Kann keine Einheit auf kurze Distanz. Was gibt's denn hier so richtig Fettes? Ich habe doch diesen Sandwurm, habe ich zum... Was kostet denn richtig Geld? Ich habe so viel Geld jetzt hier. Was ist das beste, teuerste, schwerste Mega-Monstrum, was man sich nur wünschen kann? Die Rakete packst du auf deiner Seite und sobald ein Gegner in deren Range fährt, greift die Rakete an. Jetzt habe ich es gecheckt, alles klar. Seine Arclight zerstören deine Kriecher. Skorpione helfen gegen alles, was nicht fliegt. Super. Skorpione? Ich höre hier Skorpione. Okay, Skorpione wird gewünscht. Was haben wir denn hier? Wo seid ihr denn? Da. Skorpione. Skorpione ist super. Zwei neue Skorpione. Dann machen wir... Oh, der hat ja... Noch. Wie ist so seine Reichweite? Und dann machen wir jetzt mein Wasp Swarm. So.
Habe ich noch mehr? Was ist denn hier mit meiner Schildgenerator? Ja, so, jetzt ergibt das alles Sinn. Wie ich hier einfach überhaupt nichts mache auf der Seite, ne? Was wollt ihr jetzt tun? Da bin ich natürlich schon überrannt, gar keine Frage. Habe ich eine Chance, hier irgendwas zu machen? Wir halten uns ein bisschen besser. Jetzt kommen die von der anderen Seite natürlich. Machen meine Raketenwerfer kaputt. Und zwar komplett ohne Gegenwehr. Aber wir haben ein bisschen länger überlebt auf jeden Fall. Das war's jetzt aber. Das war's. Unser letzter Skorpion. Okay, wir haben noch eine, kriegen noch eine sechste Runde geschenkt. Erhalte sofort ein Overlord-Squad. Erhalte sofort ein Weitblicker-Squad, also sofort ein Festungs-Squad. Erhalte sofort zwei Sandwürmer. Ich will die Sandwürmer haben. Die sind nämlich lustig. Die habe ich mir schon mal angeguckt. Die tauchen quasi dann unterhalb der Einheiten auf und fressen die weg. Ich überlage einfach weiter hier knallhart diese Leute. Dann, wir haben jetzt 1000 Mark, das heißt, wir bleiben mal beim Skorpion. Und ich versuche mal, ob ich hier irgendwas hinkriegen kann. Mach das nur auf diese Seite hier. Die andere Seite ignoriere ich komplett. Und dann machen wir... Das machen wir... So, let's go. Jetzt bin ich gespannt. Da kommen meine Raketenwürmer. Oh, guck mal hier. Blablabla. Ich komme nicht an meinen Raketenwürmern vorbei. Die haben hier eh keine Lebenserwartung. Hier müsste ich so ein paar kleinere Einheiten reinpacken vielleicht. Hier, meine Raketenwürmer räumen auf. Jetzt kommen die kleinen Wiesels. Nein, die Wiesels habe ich schon wieder. Die machen jetzt alles kaputt. Hier müsste ich, da müsste ich die Wiesels aufhalten. Das ist nicht gut. Ja, das war blöd. Das bricht mir das Genick. Aber jetzt kommt mein Raketenwurm. Wo bleibt der? Ist er hinüber? Da ist er. Oh, der Regenwurm ist zerstört. Aber so langsam, das macht Spaß. Wir wurden angeblich besiegt, aber ist mir egal, ich will das nochmal. Ich will Revanche. Gibt keinen Revanche-Button, ne? Mist. Ah, wir kommen voran. Wir machen exakt das gleiche nochmal. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann siegreich sein. So, wir waren ja... Ah, sind das jetzt andere? In der ersten Runde. Bewegungsgeschwindigkeit. Erhalte ein Rhino-Rang 2 kostenlos in Runde 4. Ein Scharfschützen-Rang 3 kostenlos in Runde 2. Ist ein Rhino geil? Ja. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Vorräte. Ich nehme jetzt einfach mal den Rhino in Rang
Da muss ich einfach nur durchhalten. So. Jetzt hat er da seine Leute. Was hat er denn da? Sturmrufer. Das ist ein schwerer Raketenwerfer. Leichter Allzweckbot. Und okay, mehr hat er nicht. Mehr hat er nicht. Wie wär's denn, wenn wir diesmal vielleicht ein bisschen anders aufstellen? Mittelgroßer Anti-Schwarm-Bot. Ja, das ist doch geil. Das ist ein Anti-Schwarm-Bot, der ist gegen die ganz gut. So, Anti-Schwarm-Bot. Nehmen wir zwei Anti-Schwarm-Bots. Und, ja, das ist auch ein Anti-Schwarm-Bot. So. Und das sind die... Oh, das sind schwere Panzer. Nein, 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 nein. Warte, die wollte ich. Zack, machen wir so. Und jetzt kaufen wir uns noch so kleine Pupser, dachte ich vielleicht. Wir haben nur 200 Mark. Ich finde ja so... Diese schnellen Wiesel, die der gerade auch hatte. Da, die Kriecher fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Oder den Fang. Schwerer Nahkampfbot. Oh, Flugzeug. Lufteinheit. Hat er Anti-Air überhaupt? Was ist denn, wenn ich Anti-Air nehme? Flink und zerbrechliche Lufteinheiten. Ich mach mal jetzt das hier, dann ist er gezwungen, auf Anti-Air zu gehen. Kann ich mir aber nicht mehr leisten, Mist. Dann kaufen wir uns lieber noch so ein Arclight. Kann der dann von der Seite kommen? Kann der so ein bisschen... Machen wir so. Ja, komm, let's go. Dann sind die hier in der Mitte ein bisschen Oh, scheiße, okay. Scharfschütze ist gut offensichtlich. Gegen einzelne Einheiten. Verstehe, jetzt hat er diese Scharfschützen. Die machen... Deswegen wollte ich so viele von diesen kleinen Wieseln haben. Aber wenigstens ist der Kampf diesmal auf seinem Territorium. Okay, der hat super viele von diesen Raketen. Da werde ich jetzt... Also, pass auf. Wir machen erstmal... Langstreckenkampfflugzeug. Ja, Skorpion hat euch doch gefallen. So, und jetzt will ich aber... Ich hatte ja extra schon... die Wasps gekauft. Die Wasps hier, die kommen von hier, die kommen von hinten. Yes. Die flankieren die kleinen da. Was wollt ihr jetzt machen? Das ist gar keine Chance mehr. Und das ist der Anti-Schwarm-Roboter. Ja, der sollte eigentlich auch ein bisschen Geleitschutz haben. Der hat ja leider diese ganze... Eigentlich braucht er auch Geleitschutz. Aber wenn er nicht damit rechnet, dass ich ihn so... Komm, jetzt. Let's go. Ah, Mist, ja, doof. Voll doof. Das dauert, bis die hier gespawnen, ja? Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, der frisst natürlich hier diese Raketen. Die sollen das hier platt machen. Ja, das funktioniert! Flankieren funktioniert! Haha! Scheiße, aber...
Oh, zum ersten Mal, dass ich sein Gebäude zertrümmert habe. Der Scharfschütze. Oh, die haben Anti-Air. Ah, die haben Anti-Air. Okay, das ist natürlich blöd. Na gut, zumindest ein kleiner Erfolg. Vermeldet. Was nehmen wir jetzt? Die Trefferpunkte von Einheiten nehmen diesen Gegenstand. Oh. Die Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten. Alle Einheiten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden von Wächterraketengeräten um 200%. Oh. Das ist umsonst. Kann ich noch nicht so gut einschätzen. Also. Wir haben jetzt 550 Mark. Der muss geschützt werden. Ich will diese kleinen haben jetzt. Kriecher waren das, glaube ich. Weil auch diese Scharfschützen. So. Und. Nee. So. Warte mal, ist das jetzt dieselbe? So. Und die müssen ganz nach vorne. Nein. Was haben wir da noch? Komm, wir überlagern diese Seite. Was kann ich noch machen? Schildgenerator. Raketen. Oh, ja, Raketenabfangjäger. Was ist denn, wenn ich hier richtig geil das baue? Und hier waren auch super viele Raketen. Darf ich nicht? Mist, darf ich nicht? Kostet mich 100 Mark. Ich habe noch 250 Mark, ich darf keine weiteren Einheiten bauen. Ich baue super viele Raketenabfangjäger. So, und jetzt let's go. Jetzt bin ich gut geschützt. Die werden nur beim ersten Mal so verlangsamt gebaut, oder wie ist das? Autsch. Yes, also den kriegen wir geschrottet. Das muss doch für was gut sein. So, jetzt machen wir am besten diese Raketenwerfer platt. Die funktionieren noch, sehr gut. Hier dieser Iron Dome, das ist gut. Haha, warte mal, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Wir machen Schaden, Leute. Wir machen Schaden. Oh yes, nur noch den da weg. Ah, Mist. Aber come on, wir haben gut Schaden gemacht. Das war deutlich besser. Das ist super. Ein Hochgeschwindigkeits-Wolfram-Stab, der aus dem Orbit abgeschossen wird und 70.000 Schaden an Zielen innerhalb von 30 Metern verursacht. Das klingt sehr mächtig. Erhöht Angriff von Fang um 40%. Massenproduzierter Schmelzpunkt, verringert die Rekrutierungskosten von Schmelzpunkten um 100. Ist das nicht super, wenn ich noch ein zusätzlichen Slot habe? Dann kann ich doch so diese kleinen Fraggles so massenhaft spawnen. So, was machen wir denn?
Ah, die muss man jede Runde neu kaufen dann, diese Abfangjäger. Die können wir befördern. Ah, die muss ich einzeln befördern. Aber das ist gut, wenn die befördert sind, Stufe, das klingt gut. 100. Und, oh, der ist, ja, den haben wir neu bekommen, der Rhino. Schwerer Nahkampfbot, okay. Der ist im Nahkampfbot. Der ist ein guter, schwerer Nahkampfbot. Der muss dann hier hin. Und bam. Dann machen wir noch einen Raketenabfangjäger, der dem schweren Nahkampfbot hilft. Dann Kriecher. Und jetzt haben wir noch 250. Noch ein Rhino oder Arclight. Ich bin ja auch so Fan von jetzt so vielen von den kleinen. So, also zack. Die sollen den hier ein bisschen mit schützen. Die kommen. Ey. Also die sollen den hier ein bisschen schützen. Ich könnte hier. Oh, die darf ich upgraden. Ah, kein Geld mehr, Mist. Aber hier könnte man, glaube ich, super noch weiter die. Und von hier ein. Warum nicht? Warum nicht von der anderen Seite? Den einfach nerven. Und der. Hier noch mit so. Hey. So. Und dann kann ich noch eine Wächterrakete. So. Okay. Let's go. Das ist natürlich jetzt hier, die müssen da erstmal spawnen. Die kriegen erstmal richtig auf den Sack. Aber die Raketen werden dadurch ein bisschen abgelenkt. Schade, das bringt gar nichts. In der Zwischenzeit kommt die wieder von der Seite. Okay, hier werde ich leicht überlagert, das ist nicht gut. Ich glaube, hier muss ich so Fluggeräte nochmal mit hinsetzen. Das Ding ist leider bald hinüber. Da kommen meine Panzer. Der ist sehr langsam. Der Scorpion. Aber das sieht doch gut aus. Leute, das sieht gut aus. Hahaha! Ey! Wie geil ist denn das? Habt ihr das gesehen? Das war unser erster Sieg. Stahlkugel-Squads. Oh, ein Overload-Lord. Riesiges Flugzeug. Geist-Squad oder ein Sandwurm? Komm, wir nehmen den Wurm. Das finde ich auch geil. Aber Krafi sagt, der Wurm ist OP. Dann kommt jetzt hier der Wurm. Aber der Wurm, was halten wir denn davon, wenn der hier mit reingeht? Von der Seite kommt. Und wir nehmen dann noch eine Wasp-Einheit. Diese Wasp-Einheit, die will ich hier hinten mit reinsetzen. Und ey, dann haben wir jetzt noch 600 Mark. Dann können wir jetzt noch ein paar Skorpione bauen. Und wir können die Flugviecher einmal upgraden. Der Skorpion kommt hier mit rein. So, jetzt haben wir noch 100. Ja, die werden wahrscheinlich erstmal richtig auf den Sack kriegen. Wegen der Spawnzeit. Wir können noch einen. Entweder wir graden die ab. Oder wir holen noch eine zweite, weitere Einheit. Das kostet mich die Beförderung 100.
50 können wir befördern mit dem Geld. So, let's go. Das sind jetzt voll die Elite-Einheiten. So, der Wurm muss erstmal spawnen. Oh, der hat hier was sehr Großes gekauft. Die Kriegsfabrik. Lol. Okay, aber der hat zum Glück keine Anti-Air. Aha, lol. Das ist super. Okay, der Wurm macht hier alles platt. Das gefällt mir. Aber das ist ein Game-Changer. Diese Wurmfabrik. Dingsfabrik. Das heißt, ich muss hier noch gleich eine zweite Flugeinheit auf jeden Fall bauen. Und das nervt, weil der Scharfschütze mir die Flugeinheiten wegballert. Aber der kann immer nur eins zur Zeit. Ja, das ist ein richtiger Changer hier leider. Diese alter Schwede, ey. Okay, das geht an ihn, diese Runde. Die Runde geht leider an ihn. Unangenehm. Wieso kann der sich sowas erlauben? Was ist am besten gegen eine Kriegsfabrik? Was ist die beste Anti-Einheit? Was Riesiges? Gegen so Brocken sind Strahlenwaffen stark, Kugeln oder Schmelzpunkte. Kugeln oder Schmelzpunkte. Okay, hatten wir nicht gerade irgendwas mit Kugeliges sogar? Kann von riesige Bodeneinheit ausgerüstet werden. Was wollen wir denn jetzt mal nehmen? Erhöht Mustangs Trefferpunkt um 200. Verringert die Reichweite. Tarantel Rang 3. Eine Elite-Tarantel. Skorpion mit Acid oder Schmelzpunkt. Okay, wir wollen Skorpione haben, ja. Pass auf, wir holen uns mal eine Elite-Tarantel. Und jetzt brauchen wir Skorpione. Skorpione. Kostet 300. Und die müssen wir dann hier hinsetzen. Jetzt müssen die natürlich erstmal wieder zum Leben erweckt werden. Aber muss ich jetzt nicht auch hier das dann ausbilden? So, warte. Doppelschuss, Reichweite, Belagerungsmodus, Säure. Ist das dann Säure? Acid oder Schmelzpunkt? Säure? Ja, muss ja dann das hier sein. Säureangriff, oder? Und der, was kann der noch irgendwas? So, das müssen wir dann in die... Da. So, der hat schon den Säureangriff. Wie viel haben wir noch? 600? Dann... Hätte hier so ein bisschen das Kreuzfeuer genommen. Und ich mache mal eine weitere Wasp-Einheit. Weil der hat keine eigene Anti-Air. Also die sollen zusammenfliegen, dann kann der Scharfschütze die nicht so einzeln vom Himmel holen. Jetzt haben wir noch 100. Und für die 100 machen wir... Ah, unsere Raketenabfänger sind leider weg. Hier. So. Let's go. Ja, die sind schon kaputt, bevor sie überhaupt auftauchen. Das ist leider blöd. Die sind einfach schon kaputt. Ah, yes, krass. Haha, lolski. Jetzt kommt hier meine Luftartillerie. Ja, das ist ja geil. Die haben den ja komplett zerschreddert. Um den muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Das ist großartig. Da ist mein Wurm.
Das ist ja der. Okay, der Skorpion ist ein kompletter Gamechanger gewesen. Habt ihr sehr gut Ratschläge erteilt. Hahaha, lol. Ich glaube, wir haben diesmal richtig gewonnen. Brandbombe, schnelle Abklingzeit. Oh, warte. Stahlkugel mit erhöhter Reichweite. Hatten wir nicht gesagt? Achso, verringert jedoch die Trefferpunkte um 40%, den Angriff um 30%. Erhöht Mustangs Trefferpunkt um 200%. Was wollen wir denn nehmen? Was ist denn jetzt hier gut? Feuert mehrere Brandbomben in einer geraden Linie ab. Kann ich auch skippen? Achso, ja, komm, ich skippe. Ist eine gute Idee. Achso, ich sitze ein bisschen blöd, oder? Ich sitze ja immer genau auf. Was habe ich jetzt gemacht? Oder ich habe irgendwas gemacht. Ich sitze immer genau. Das ist doch für euch voll wichtig. So. Okay, was hat er gemacht? Ich kann jetzt erstmal upgraden. Der Typ ist komplett. Tschüss, tschüss, tschüss. Der kann gar nichts mehr machen. Wir können natürlich auch noch hier eine Reichweitenerhöhung machen. So, ich finde das mit den Fluggeräten, das hat fantastisch funktioniert, weil er hat nicht genug, um da irgendwas machen zu können. Wir können den Wurm befördern für 200 Mark. Auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, das ist ja geil. Replizieren aktiviert. Das ist ja super. So, dann befördern wir hier auf jeden Fall unsere Leute einmal. Ja, die befördern wir auch. Der kann auch befördert werden, aber wird hier komplett zermatscht. Der wird komplett zermatscht. Was wollt ihr tun? So, was können wir hier machen? Reichweite wird erhöht. Verkettet benachbarte Vorschlaghämmer miteinander. Erhöht die Trefferpunkte um 120%. Finde ich sehr sinnvoll. Man muss sie auch upgraden, ne? Erhöht den Angriff um 300%. Ja, hallo. So, jetzt haben wir einige teure Upgrades gefahren. Jetzt kaufe ich aber nochmal einen weiteren. Ich finde ja diese kleinen Wasps. Die sind ja sehr unterschätzt. Das heißt, wir nehmen hier nochmal. Jetzt habe ich hier drei Wasp-Einheiten. Die dann einen richtigen Schwarm bilden. Und let's go. Das ist fantastisch. Das Ding hält nicht lange. Aber er hat sich hier eingestellt. Ich muss gleich noch einen dritten bauen. Ja, das ist nicht gut. Aber. Oh, der hat noch einen zweiten. Okay, ich muss mehr von diesen Skorpionen bauen. Das habe ich zerstört. Das ist großartig. Das Ding geht auch down gleich. Aber wir merken uns, wir brauchen da noch einen Skorpion. Mein. Da ist der kleine süße Fratz. Das ist ja fantastisch. Der holt jedes Mal einen neuen. Das ist ja geil. Also der Wurm ist ja große Klasse. Wir haben gewonnen! Haha! Unser erster Sieg. Hallo, wie geil ist das denn? Erster Sieg. Kann ich mitleben. Vielen lieben Dank. Geil. Levelaufstieg.
Machen wir nochmal was Neues. Wollen wir mal eine neue Stadt machen? Waldauge. Wir bleiben aber bei normal. Langsam kommen wir rein. Je mehr man die Einheiten kennt, das ist der Schlüssel. Man muss die Einheiten alle kennen. Und dann wird es natürlich sehr viel strategischer, weil dann weiß man, was man machen muss. Fangen, Vorschlaghammer, Scharfschütze. Womit fangen wir an? Kriecher, Sturmläufer, Fangen oder Vorschlaghammer, Scharfschütze. Schwerer Panzer. Hochgeschwindigkeit, Allzweckpanzer. Hochgeschwindigkeit, große Reichweite, aber zerbrechlich. Naja, wir sollten nicht. Das ist, glaube ich, keine gute Kombination. Die sind alle zu zerbrechlich. Ich muss ja irgendwas haben, was mehr Schaden macht. Schwerer Raketenwerfer. Und der Kriecher. Ja, da haben wir natürlich sehr viele Einheiten dann. Ich glaube, wir machen das hier. Wir machen das hier. So, ich weiß jetzt nicht, was er hat. Er hat Stahlkugel. Und fangen. Wie fängt man Stahlkugel ab? Vielleicht doch nochmal einen Sniper freischalten oder so. Gegen die Dinger, ich weiß es nicht. Wir haben 200 Mark nur. Ja. Wir probieren einfach mal aus. Und die laufen einfach, wenn die von der Seite kommen. Da darf ich ja noch nicht. Die kommen von hier. Oh Gott, ist das dumm, alle nach vorne zu setzen? Sollte man nicht vielleicht eher so einen Kessel machen? Vielleicht eher so ein. Das sind doch die Luft und Boden. Ja, die sind ja. Das sind ja nicht die. Wenn das so smart ist. Aber so, jetzt. Ich weiß ja auch nicht, wie er sich aufstellt. Aber hier, wenn wir natürlich immer in seinem Gebiet vornehmlich unterwegs sind, ist das natürlich nicht schlecht. Wir machen das ein bisschen anders. So. Wir machen mal eher so einen kleinen, so eine V-Formation. So einen kleinen Kessel. Und die kommen dann so ein bisschen von der Seite. Gehen darauf. So. Let's go. Hier gibt es auch empfohlene Formationen. Aber wir machen mal unsere eigene Erfahrung. So, let's go. Ah, fuck, der hat die da aufgestellt. Naja, meine Flanke wird fallen. Die laufen aufeinander zu. Sehr gut. Da kommen diese Dinger. Ich weiß nicht, was die für Schaden machen. Oh, scheiße. Ja, die machen viel Schaden. Oh Gott, scheiße. Ich glaube, ich brauche Scharfschützen oder sowas gegen die, was gut gegen einzelne Einheiten ist. Das gefällt mir überhaupt nicht, diese Dinger da. Ich verliere schon wieder so viele Einheiten. Was ist gut gegen diese Kugel-Johnnies? Gegen diese hier. Stahlkugel. Na, wenn die alleine sind, sind die nicht so. Mach sein Ding da kaputt. Das ist super. Haha, sehr gut. Jetzt sind die ein bisschen gelähmt. Vulkan, Snipers, Phönix. Okay. Möchtest du Tipps haben? Klar, natürlich.
Nehme ich. Das war ja noch okay, was wir gerade gemacht haben. So. Oh, Wasps. Arclights oder Geist? Geist ist... erhöht die Reichweite um 40. Arclight, erhöht sofort 3. Ich finde ja diese Wops ganz gut. Geist mit Verlangsamung ist super gegen Steel Ball. Ja? Okay, ich nehme mir Tipps an. Und kann man da... muss ich jetzt hier noch was kaufen? Das hier? Degenerationsstrahl. Ja. Sehr gut. Mal schauen. Mehr können wir nicht machen. Let's go. Ah, okay, ich hätte den vielleicht besser an die Flanke setzen sollen. Ah, der macht gut mit. Jetzt ist er da an den Dingern dran. Okay, die sind noch da. Super, ja, der ist gut. Jetzt geht er leider da zu deren Base. Und macht diese Kugelboys nicht platt. So, jetzt sind die aber, glaube ich, ein bisschen gelähmt, ne? Für kurze Zeit. Dadurch, dass ich deren Hauptturm zerstört habe, sind die ein bisschen gelähmt. Ein paar Sekunden. Geil, das funktioniert. Tschüss. Hammer. Voll gut. Sehr guter Tipp. Runde 3. Was wollen wir? Laservisiere. Sturmrufer mit erhöhter Reichweite. Erhalte 50 pro Runde. Okay, warte mal. Das lohnt sich ja erst ab der dritten Runde dann. Okay, wir nehmen das. Und das kann ich jetzt hier ausrüsten oder wie ist das? Wie kann ich jetzt das Item ausrüsten? Da. Ah. Ha! Geil, jetzt hat der also noch erhöhte Reichweite. Und wir haben 550 Mark. Das heißt, wir können sogar noch einen zweiten davon machen. Die waren ja eigentlich ganz geil. Und hier kommen... da hinten sind die... da. Also wenn ich jetzt sage, ich packe noch einen zusätzlichen Geist an die andere Stelle, an die Flanke. Wir könnten sogar hier hingehen. Oder da sind die anderen. Der wird beim ersten Mal wahrscheinlich jetzt verkacken. Die werden den beim ersten Mal auseinandernehmen. Weil der ja erstmal spawnen muss. Aber ab der nächsten Runde ist das hier, glaube ich, ganz geil. So, und wenn wir hier jetzt ein bisschen Kanonenfutter noch unterbringen. So, hier. Dann kann er sich nicht entscheiden, was er macht. Und dann können wir hier noch ein bisschen upgraden. Jetzt haben wir kein Geld mehr. So, let's go. So, der muss jetzt erstmal gebaut werden. Aber die lenken das ab. Super, das war der Plan. Die lenken das Feuer auf sich. Er wird gebaut. Und jetzt kann er angreifen. Und dann stärken wir diese Front. Ist natürlich jetzt die da gebaut. Er ist jetzt erstmal platt. Das ist okay. Das ist die erste Runde. Das ist halt das Bauen. Wenn er direkt vor der Nase der Gegner gebaut werden muss, ist natürlich... aber ab der nächsten Runde müsste das geil sein. Der ist krass, der Typ. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Einheiten.
Sehr gut. Das Ding ist leider hinüber. Ja, vielleicht. Oh, hat er da Fluggeräte? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Anti-Air haben jetzt auch. Jetzt hat er auf jeden Fall Air gewonnen. Das war eher seine Runde. Aber wie gesagt, jetzt das war einkalkuliert, weil da oben der Heini ab jetzt fertig ist. So. Technik-Upgrade, Kosten verringern, Schlachtschiff, oh. Beschwört eine Overlord-Einheit. Boah. Oder verleiht allen verbündeten Streitkräften in einem bestimmten Gebiet einen Photonmantel, der den erlittenen Schaden für 20 Sekunden um 30% verringert. Ist das hier geil? Das hat 3 Runden Abklingzeit. Eine Overload-Einheit. Overlord. Oder halt das. Wenn wir jetzt viel upgraden. Nimm das erste und mach es bei ihm. Backrow. Das hier. Okay, können wir auch mal. Finde ich auch ganz cool. Das ist dann Untergrundbedrohung. Und das wäre dann vielleicht hier so, ne? Kommen die da von hinten? So, jetzt können wir. So, die sind jetzt fertig. Die sind fertig. Das ist sehr gut. Die können direkt auf den gehen. Ich brauche ein bisschen Anti-Air. Wer kann Anti-Air? Können die Anti-Air? Luft und Boden, ja. Nur Boden. Die haben Luft und Boden, das ist ganz gut. So, pass auf. Wir haben jetzt 750 Mark. Jetzt können wir den nochmal upgraden. Upgraden finde ich gut. Und jetzt können wir sogar noch einen davon holen. Wir haben die jetzt ja schon, die haben ja alle diesen Degenerationsstrahl, das ist ja schon ganz geil. Der muss erstmal gebaut werden, aber was ist denn, wenn wir den hier gegen diese Flugeinheiten setzen? Oh, ne. Und dann haben wir noch 300 Mark übrig. Kann ich ja noch einen von denen nehmen. Die sind schon so ein bisschen geupgradet, das finde ich super. Ey. So, let's go. Die werden jetzt gebaut. Ah ne, die sind schon fertig. Die müssen nur an der Flanke, müssen die erst gebaut werden. Verstehe. So, mal gucken, wie wir jetzt hier. Das sieht gut aus. Der hat natürlich viel mehr Leute, aber ich binde die natürlich auch. Eine Zeit lang. Die kommen gar nicht. Ja, die nehmen richtig Schaden, das ist gut. Jetzt sind die hier im Sandwich, im UFO-Sandwich. Ist gut. Das ist zerstört und jetzt... Ja, das ist ganz gut. Die UFOs gefallen mir. Was ist das hier für einer? Ein Weitblicker. Oh, das war natürlich jetzt eine ziemliche Machtdemonstration. Sehr gut. Was können wir jetzt bekommen? Erweiterungsmodus. Erhöht den Angriff um 20% und die Trefferpunkte um 20%. Zusätzlich verbrauchen Upgrades keine Vorräte mehr. What? Das klingt ja super imbar. Der Deal ist gut und das Erweiterungsmodell Heal. Achso, der Heal ist gut und das Erweiterungsmodell ist okay. Okay, das könnte man, wem gibt man das? Wahrscheinlich dann auch der Aber ich meine, das ist doch ganz geil. Achso, das ist aber, es ist nur für eine Einheit. Okay, das ist nur für eine Einheit. Verstehe. Sollten wir vielleicht dem oberen UFO dann das hier geben? So, wir machen das so.
Und dann kriegt der das. Weil der ist ja immer schon im Beschuss, auf jeden Fall. Und dann... Es lief ja eigentlich ganz gut gerade. Ich habe ihn ja komplett weggewiped. Ich könnte hier noch mehr Truppen machen, dann binde ich die hier noch mehr. Die werden natürlich jetzt erstmal weggeschreddert, weil die ja erstmal gebaut werden müssen. Deswegen ist das auch wieder so eine Investition, die dann erst in der nächsten Runde, glaube ich, so wirklich zur Entfaltung kommt. Aber dann kommt sie auch zur Entfaltung. Und die haben nur Boden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Das ist ja schon ganz gut, aber ein bisschen... So, wir können mal wieder das hier ein bisschen mehr Masse einfach auch. Ein bisschen mehr Masse. Ne, und Upgrades machen wir auch. Investieren wir in die Qualität. Jetzt haben wir 400 Mark gespart. Was können wir noch machen? Leichter Raketen, Schildgenerator. Ach, der verschwindet dauerhaft. So viele Raketen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, wir sparen uns das Geld. Oh, guck mal, hier können wir auch was machen. Ah. Für diese Runde. Rang 2 Einheiten können in dieser Runde gekauft werden. Die Anzahl an der Einheiten, die diese Runde gekauft werden können, um 1. Oh. Oder erhalte sofort 200 Vorräte und in der nächsten Runde 300 weniger. Oder befestige das Kerngebäude, erhöht seine Trefferpunkte. Aber das klingt doch voll sinnvoll, das hier. Ich kann jetzt eine Einheit mehr kaufen. Oder was haben wir hier? Oh, das ist das Forschungszentrum. Klebrige Ölbombe. Feldbergung. Mobiles Leuchtfeuer. Gibt einen Bewegungspfad vor. Oh. Erhöht den Angriff aller Einheiten um 12%. Klingt sehr mächtig. Okay, die beiden Sachen klingen aber sehr gut. Das mache ich. Entsperre neue Level auf der rechten Seite ab. Messen Tier 2 oder 3. Ach so, hier das, ja. Und dann können wir natürlich jetzt auch neue Einheiten kaufen für die nächste Runde. Das stimmt natürlich. Hier, das ist, guck mal hier, diese Kriegsfabrik. Das war ja das, was der Typ mir neulich um die Ohren gehauen hat. Könnte ich jetzt, wenn ich jetzt 200 spare, könnte ich mir nächstes Mal diese Kriegsfabrik leisten. Die war krass. Aber das ist schon... Ari ist in meinem Fall gut. Kostet aber dauerhaft Geld. Ach, die kostet dauerhaft Geld, jede Runde. Oh ja, 200 pro Runde. Ah, das ist natürlich viel. Ari, meinst du Artillerie oder was? Was ist das? Was meinst du mit Ari? Also Artillerie haben wir... Wo bist du? Oh, der Wurm. Könnt auch den Wurm freischalten. Festung riesiger Wachroboter. Die zweite Unit von links in der zweiten Reihe. Das hier, Sturmrufer, schwerer Raketenwerfer. Oh ja. Nur Boden. Aber dieser Wurm ist auch geil. Wir gewinnen eh, ne? Ich finde das hier aber auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil das alle Einheiten verbessert. Ich habe jetzt mein Geld mal darin investiert. Und dann können wir jetzt noch eine Sache...
freischalten. Und zwar den Wurm. So. Let's go. Die müssen erstmal wieder gebaut werden. In der Zeit kriegen die anderen massiv auf den Sack. Die Armen. Aber die halten diese Flanke hier gut auf. Und während die hier beschäftigt sind, räumen wir diese Seite auf. Was hat. Oh, okay, da hat er eine neue Anti-Air-Geschichte gebaut. Massiv nervig. Weil der mir hier alle Anti-Air-Einheiten wegpflücken kann mit seinen Raketen. Da muss ich gleich mal gucken. Aber das hat wunderbar funktioniert. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ja, wir haben gar keine Probleme gerade. Oh, was ist denn gut? Erhalte sofort 3 Scharfschützen-Squads. Erhalte sofort 1 Säbelzahn-Squad. Sturmrufer. Schwerer Raketenwerfer. Oh, Scharfschütze gegen einzelne Einheiten nicht so schlecht, oder? Was macht denn der Schmelzpunkt? Erhöht die Angriffsreichweite, verringert die Reichweite von Schmelzpunkt. Kauf auf Geist die 2. Fähigkeit in der nächsten Runde. Damit machen die dann mehr Damage. Also ich finde ja diese Artillerie geil, einen schweren Raketenwerfer, aber auch der Scharfschütze ist nicht schlecht, weil der kann so einzelne Einheiten auch gut rausnehmen. Komm, wir machen mal das hier. Einfach, weil ich die nice finde. Und zwar geht der hier hin. Erhöht die Reichweite. Oh. Reichweite. Jetzt müssen wir aber auch noch einen Wurm kaufen, weil das habe ich mir jetzt extra ausgebildet. Zack. Und der Wurm kann ja eigentlich mit nach vorne, weil der taucht ja eh wieder ab. Der Wurm kommt hier von der Seite und schützt die Artillerie. Und das ist mit der Larve, ist richtig ein geiles Upgrade, finde ich, für den Typen. Und dann können wir noch. Wir haben noch 400 Mark, wir können das Original noch einen zweiten Wurm kaufen. GG, würde ich mal sagen. Was wollt ihr gegen meine Würmer machen? Den Wurm packe ich hier hin. Das nervt mich nämlich, dieses Ding da. So, let's go. Will nicht, dass der hier meine. Da sollst du mal angreifen. Der flippt mir hier sonst meine wunderbare UFO-Geschichte runter, der Typ da. So, die haben hier gar keine Chance. Oh, was hat der da Großes gebaut? Vulkan. Anti-Schwarm-Bot. Ja, das macht mein Regenwurm. Der hier nervt. So, jetzt, das war's für den. Den muss ich schneller platt machen. Aber ich habe jetzt eh gewonnen. Aber da hätte ich hier auf die Seite noch irgendwas Schnelles packen müssen, was den gekontert hätte. Wir haben gewonnen! Voll gut. Also, wir könnten natürlich jetzt mal nur aus Gag, wir kriegen komplett auf den Sack, ne? Also da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Aber wir kriegen jetzt komplett auf den Sack. Wir probieren es aber einmal aus. Okay? Und ihr seid jetzt herzlich eingeladen, mich zu coachen. Natürlich Tipps, auf jeden Fall Tipps.
Auf jeden Fall Tipps. So, fängt damit an, wen wir nehmen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ah, schwerer Mac, leichter als der Bock. Die Tarantel. Okay, wir nehmen das hier. Okay. Jetzt haben wir 200 Mark. Was hat er? Er hat Scharfschütze und einen Mustang als Zweckpanzer. Okay, dann. Boah, ey, was können die denn hier? Snipers entsperren. Okay, wo sind die Sniper? Fuck, wo wohnen die? Wo wohnen die Sniper? Sniper, Sniper, Sniper. Mist, ich sehe sie gerade nicht. Da. Sniper. Okay, geil. Dann die vielleicht eher an die Seite. Ein da. Ein da, oder wie? Und die Sniper so ein bisschen dahinter. So. Ich habe irgendwas gewastet. Ich habe einen Freischaltslot gewastet. Aber ich habe nur gemacht, was ihr gesagt habt. So, let's go. Okay, die nehmen meine Leute auseinander. Nee, du sollst die Sniper erst platt machen, bitte. Oh, die Sniper sind hier zu lame. Sniper-Duell, Enemy at the Gates. So, hier. Ah, der will den Sniper nicht platt machen. Sehr gut, danke. Okay, die Sniper gegen die Sniper sind gut. So, was machen wir, Leute? Unterstützter Sturmrufer. Verringert die Rekrutierungskosten von Schmelzpunkt. Die Reichweite von Einheiten. Oh, das könnten wir theoretisch sogar einem Sniper geben, ne? Artillerie günstiger ist super. Das wäre das hier. Verringern die Rekrutierungskosten von Sturmrufern, ne? Oder die dritte Karte, den Gegner outrangen, ist auch nicht schlecht. Reichweite sehe ich hier, okay. Dann nehmen wir das Laservisier und dann bekommt das einer der beiden Sniper angelegt, nehme ich mal an, oder? Nee, der Sniper sollte das. Nein! Scheiße. Das war überhaupt nicht mein Plan! Der Sniper sollte das haben. Oh nein. Aber jetzt. Gibt kein Reader. Was bauen wir denn noch? Eine Tarantel, ein Scharfschütze. Wer ist er denn hier eigentlich? Auch ein Scharfschütze. Oh, warte, jetzt habe ich hier zwei Scharfschützen. Alter, was ist das? Der hat so eine Riesenrakete genommen. Das ist einfach nicht mein Plan war. Oh, die Sniper snipen, aber er snipt auch. Ah, das war echt bitter. Jetzt verliere ich die Tarantel, aber er verliert seinen Sniper. Okay. Sturmrufer wären gut. Oh, warte mal, hatten wir das nicht schon mal, sowas hier? Ne, wir haben eben das andere genommen. Okay, wollen wir jetzt Sturmrufer machen? Ihr wollt ja Sturmrufer, ne?
Ihr habt gesagt, ihr wollt Sturmrufer, dann machen wir das. Aber dann muss ich die jetzt auch freischalten, ne? Wo waren die noch? Fuck, wo sind die? Da. Sonst bringt mir das ja nichts. Okay, der Typ hat hier irgendwo so eine Rakete auf mich gefeuert. Und jetzt können wir noch Upgrades fahren. Den graden wir auf jeden Fall ab, weil der jetzt auch diese Reichweitenerhöhung hat. Und den Rest sparen wir, oder? Hat er jetzt hier irgendwas an der Seite gebaut? Nee. Doch, da. Das merken wir uns. Der will mich umzingeln. Hier. Da müssen wir gleich kontern. Ach du Scheiße, jetzt hat er von beiden Seiten. Das merke ich mir gleich. Da müssen wir irgendwas bauen, was dagegen hält. Jetzt wird er nämlich siegreich sein, leider. Ja, das war. Habe ich mir fast gedacht. Das ist leider seine Runde. Boah, ich habe hier seinen Turm auch kaputt gemacht. So, was machen wir? Skorpion. Zwei Skorpion-Squads. Sind Skorpione gut gegen. An Schwarz. Sauber. Die können wir doch an die Flanken stellen, die beiden Dinger, oder? Oder Typhoon-Squads. Ah, das ist auch gut. Die zweite Karte, alles klar. Zack, und die stellen wir dann an die Flanke. Sehe ich das richtig? Jeweils hier an die Flanken. Ich denke, ich habe zwei Einheiten bekommen. Okay, warte, was kann ich denn noch bauen? Typhoon. Wie viel habe ich denn? 300, zack, zack. Okay, dann kommt, weil, verstehe, pass auf. Die deckt hier unten die Flanke. Die deckt hier unten die Flanke. Und die geht nach vorne. Und jetzt haben wir noch 200. Das können wir uns ja auch theoretisch auch sparen, ne? Ja, Sniper upgraden ist eine super Idee. Das machen wir so mit dem Geld, alles klar. Okay. So, jetzt hat er hier seine Dödel da, die mache ich platt. Die kontern wir. Die kontern wir hier, super. Was ist das? Schmelzpunkt, ach du Scheiße, eine Antibot-Einheit. Warum hat er sowas? Boah, die sieht krass aus. Alter, was macht man denn gegen so eine Einheit? Die kam hier komplett Oberhand. Was bauen wir gegen den Schmelzpunkt? Da brauchen wir eine Kontereinheit. Die ist offensichtlich ziemlich krass. So, er hat auch noch seine Sniper. Das Ding ist krass. Der hat ja auch nicht mal Schaden genommen. Kann auch richtig was ab. Wie viel Damage die ab kann. Okay, Schildabwurf. Oh, wir können unseren Sniper wieder upgraden.
Oh, erhöht die Reichweite aller Fernkampfeinheiten um 10, ist auch nicht schlecht. Die, ne? Letzte Karte höre ich hier auch. Okay. Und jetzt brauchen wir aber dringend nochmal was gegen die Typen da. Was nehmen wir denn da? Die kleinen, die Fangs nochmal? Oder nochmal mehr Raketenwerfer? Gegen den da. Die sollen nicht gegen die schießen, die sollen eher nach da, gegen die da oben schießen. So, schnell noch Geld ausgeben. Okay, dann müssen wir mal sehen. Ja, die flickt jetzt zu schnell weg. Die stehen zu dicht vorne dran. Die müssen weiter nach hinten. Die Ari-Einheiten stehen viel zu dicht dran. Aber gut, was ist da? Oh, jetzt hat er sogar zwei davon. Okay, der geht jetzt aber down durch die Sniper auch. Ja, das ist schon gut. Okay, wir müssen die Artillerie auf jeden Fall schützen. Die geht viel zu schnell down. Was haben wir hier? Elite-Stärke. Oh, die haben wir ja gar nicht. Ne? Das ist Photonbeschichtung. Können sich in der Einsatzphase einer jeden Runde frei bewegen. Erhöht den Schaden von Wächterraketengeräten. Wächter, haben wir Wächterraketen? Nee, ne? Erste Karte ist gut gegen die Melter. Diese hier. Aber können wir uns die überhaupt dann... Haben wir die denn jetzt? Und ist diese hier? Nee. Was kann der denn hier eigentlich noch Geiles? Das wäre dann der hier, ne? So, wir... Ja, Stahlkugel. Ich will die hier vor die... Okay, fuck, hier hat er direkt so einen Schlag auf meine Art. Das war smart von ihm. Direkt meine Artillerie platt gemacht. Wieso darf der das? Die gehen down. Was ist mit ihm hier? Was hat der? Irgendein Upgrade gezaubert auf jeden Fall. So, die Flanke ist platt. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen Hilfe noch. Das wäre nicht schlecht. Die Snipies vielleicht? Kann man da irgendwas machen? Zerstöre mein Hauptgebäude, das gefällt mir nicht. Ja, sehr gut. Und jetzt den da bitte. Ja, der wird fallen, glaube ich. Ne? Das schaffe ich nicht. Das ist schade. Boah, ist das Ding stark. Also der Schmelzpunkt ist ja wohl derbe. Wie konter ich den am besten? Konnte man am besten den Schmelzpunkt.
guckt euch das mal an, wie krass der einfach ist. Kacke. Strom-Upgrade auf Sturmrufer, mehr Sturmrufer und Crawler, auf den Steelballs die Heal-Upgrades, okay. Hat er nicht schlecht gemacht. Also Phoenix, Vulkan, Vorschlaghammer, Säbelzahn. Was machen wir? Mehr Crawler und Ari, am besten noch mit Säure. Also, Phoenix ist ja ein Flieger. Vielleicht können. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Anti-Air hat. Er hat die Sniper. Was machen wir? Chat, wir haben nicht mehr viel Zeit. Chat sagt nichts. Gott, nämlich die. Chat hat nichts gesagt. So, die Dinger müssen wir upgraden auf. Was, welches Upgrade nehmen wir dafür? Skorpione und Doppelschuss. Skorpione. Und dann was? Doppelschuss? Finde ich gut. Können wir auch Säure zusätzlich machen? Kann der beides machen? Ist das geil? Oh Gott. Ich weiß gar nicht genau, was die hier machen. Ah, egal, zu spät. Oh, oh, oh. Ja, die Ari. Down. Das hat irgendein Upgrade, das Ding. Das ist schon Stufe 3. Alter Schwede, okay. Der geht down. Das Ding ist einfach Mörder. Ich weiß überhaupt nicht, was der hier macht. Anti-Schwarm-Bot. Okay, der ist ja voll schlecht. Okay, die Dinger machen mich, die vernichten mich komplett. So, Leute, was machen wir jetzt mit dem? Verbesserter Sandwurm? Oh, sollen wir Sandwürmer machen? Dritte Karte, Umgruppierung. Damit du die Kugeln etwas weiter nach hinten replacen kannst. Verstärke der Mustang. Okay. Machen wir das. Das heißt, das sind die Kugeln. Und wie weit sollen die jetzt nach hinten? Was? Ich denke, ich kann das. Achso. Wie weit nach hinten sollen die Leute? Direkt vor denen so? So, Reichweitenerhöhung. Fuck. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht hinterher. Oh, oh, oh. Ich müsste doch einmal was in seine Flanke stellen. Die sind ja, glaube ich, völliger Schwachsinn hier, diese dicken Johnnies. Die machen ja gar nichts. Die machen ja überhaupt nichts, diese Feuerwerfer. Die bringen mir gar nichts.
Ahnung, glaube ich, noch nicht einen Kill gemacht. So, er hat nichts auf den Flanken. Ich finde, ich muss was bei den Flanken bauen. Oh, Geist ist auch nicht schlecht, oder? Ist Geist nicht vielleicht geil gegen die? Oh, oder zwei Overlords. Was machen wir? Keine Geister. Naja, aber sag mir lieber, was ich machen soll. Rhinos? Overlord mit Wespe? Okay, wo kommen die jetzt hin? Fangs an die Front. Okay, das sind diese hier. Aber ich kann nicht mehr machen. Ich habe zu viel Geld nicht ausgegeben. Mega dumm. Ich habe da nicht mal die Upgrades gekauft. Die Dinger brechen mir das Genick. Das ist einfach die. Ich muss irgendwas kontern mit den Typen. Oh, die brechen mir einfach komplett das Genick. Ey, wir müssen jetzt einen Konter finden für diese Typen. Wir haben jetzt richtig viel Geld. Ey, wir können auch sowas machen, ne? Elektroschuss auf den Snipern. Was ist denn, wenn wir irgendwas in da, wo quasi, wo die Typen sind, sowas zu machen hier? Schlachtfeldfähigkeiten, intensive Ausbildung. EP des ausgewählten Squads sofort auf den maximalen Wert. Okay, pass auf, wir machen das so. Dann die Brandbombe kommt dahin. So. Dann, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich mache jetzt mal verrückte Sachen. Und ich kann einfach nichts mehr kaufen. Wir können noch Schildgenerator und ich habe aber nichts gebracht. Oh mein Gott. Mach ich aber wenigstens seine Türme kaputt. So, leck mich. Haben wir nämlich nicht mitgerechnet. Hahaha, das war's voll smart von mir!
Scheiße. Okay. Oh, wir können einen Sandwurf machen. Sandwurm. Ah, warte. Nee, das. Ihr wolltet doch Kriecher, wolltet ihr haben, oder? Ihr wolltet die Kriecher haben. Habt ihr gesagt. Super viel Kriecher und einfach alles auf die linke Flanke. Und alles hier auf die linke Flanke, oder was? Und, Sniper upgraden. Was muss ich bei Sniper kaufen? Elektromagnetischer Schuss? Ja, wir haben einfach alles gekauft. Oh fuck, das war dumm. Da hat er sich gekontert. Oh, was war das? Mega dumm. Alles platt gemacht. Das war scheiße. Das hat er gut gemacht. Die sind komplett weg. Schade. Hat er gut gekontert. Boah, die Dinger brechen mir einfach das Genick. Das war's. Aber diese Bombe, die er da gezündet hat, war ja pervers. Warum hat er denn sowas gemacht? Okay, aber ey, das war das erste Match. Das war doch okay. Hallo? Oh, der hat irgendwas gesagt. Warte. Come on, you can also speed up while playing. Ja, ey, sorry, das... Didn't know that. I'm very sorry. Jetzt hat er mich angegiftet. Weil ich nicht so schnell gemacht habe. Das war, wusste ich ja nicht. Ich muss ja erstmal gucken, was passiert. Kommen wir mal direkt das nächste. One versus one. Ich kann nicht... Also two versus two ist auch immer lustig, aber ich kann mich nicht als Noob jemand anderem an den Hals schmeißen und den dann so runterziehen mit meinem nicht vorhandenen Skill. Willst du ein Two on Two mit mir? Ja, dauert vielleicht jetzt ein bisschen lange, bis wir das hingebekommen haben, aber das voll gerne. Aber ich fand das jetzt super. Komm, wir machen das jetzt nochmal so. Ihr coacht mich einfach und ich muss ein bisschen gucken, dass ich mich auf einzelne... Vielleicht hier Angry Kid. Das so ein, zwei Leute von euch sind so die Hauptkommandeure. Und ihr habt dann auch die Verantwortung, schnelle Entscheidungen zu treffen, die ich dann versuche umzusetzen. Aber ich sehe schon den Reiz des Spiels. Das macht schon Bock. Der hat, guck mal hier, was ist das denn hier? 501, der ist mit Nikola verwandt, oder was? Fussel Franz hat auch viel Erfahrung. Ja, also gerne. Ich nehme jeden von euch. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr gespielt habt. Ich vertraue euch allen. Das ist ein bisschen wie beim Publikumsjoker, bei Wer wird Millionär. So, was nehmen wir? So, jetzt könnt ihr einfach 1, 2 oder 3 oder 4 schreiben. Was haben wir hier denn? Tarantel, Scharfschütze, Vorschlagkammer, Arclight, Kriecher und Sturmrufer. Zwei Karte, super gut. Okay, dann nehmen wir die, Tarantel und Scharfschütze. Der kann sich nicht entscheiden, der andere, ne? Der ist auch Noob. So, okay. Tarantel und Scharfschütze. Was hat er? Er hat Arclight, Anti-Schwarm,
und schwere Raketenwerfer. Okay. Okay, warte, wie die Snipes. Die Snipes, warte. Snipes ein bisschen auseinander. Entsperre die Crawler und baue zwei Stück. Crawler waren hier irgendein Kriecher da. Zack. Okay. Und die dann nach vorne setzen. Klick auf die empfohlene Formation. Diese? Oh, was? Okay. Bin mal gespannt. Ah, der hat hier R. Damit ärgert er mich natürlich hart. Meine Sniper machen die Anti-R weg. Die R weg. Die haben jetzt einen weiten Weg. Drei Sniper habe ich jetzt am Start. Die pflücken die weg und der hatte super viel Artillerie. Aber habe ich mehr Reichweite als die Artillerie? Nee, schade. Da muss ich vielleicht die Reichweite meiner Sniper erhöhen, oder? Kann nicht sein, dass ich weniger Reichweite habe als die Artillerie. Runde 2. Noch keine Tags, okay. So, schneller Teleporter. Einsatzmodul. Können sich jeder Runde frei bewegen. Elite-Modul, das vierte, das hier. Okay, das hier. Eile-Modul. Und wer kriegt das? Wer kriegt dieses Modul? Sniper? Guck mal, wir können schon befördern. Entsperre Mustangs und kaufe eins für die Wasps. Was? Mustangs? Also sind die... sollen wir die Wasps... Warte, Modul für den Mustang noch nicht verteilen. Entsperre Mustangs. Zack. Letzte und erste Reihe. Zack. Und jetzt kaufen wir davon auch eine. Okay. Und die müssen dann aber weiter nach vorne, ne? Oder was? Die waren auch hier, diese Anti... Die R... Die kriegen das Modul jetzt. Okay. Und dann müssen die aber weiter nach vorne, oder nicht? Müssen die dann nicht irgendwie... So. Okay. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Gold, Geld. Wollen wir noch was anderes kaufen? Wir können noch Kriecher kaufen. Oder einen Scharfschützen. Wollen wir noch einen Scharfschützen kaufen? Crawler noch. Okay. Aber Crawler müssen nach vorne, ne? So. Flanke ihn hinten rechts. Okay, das war lang. Okay. Letzte Sekunde. Oh, die Artillerie pflückt meine Crawler kaputt. Überhaupt noch irgendwas von übrig? Ja. Nicht viel. Oh, er flankt mich auch. Mit Pimmeldrohnen. Das hat er leider gut gemacht. Da habe ich gar nichts gehabt. Da muss ich ihm was entgegenstellen gleich. Oh oh. Na, ich brauche mehr Einheiten, oder? Okay, wir müssen erstmal an die Flanke was stellen. Oh, Geist.
4 Funk Squads. Luft, Boden. Nimm die 4 Funks. Okay. Oh, hier, diese Schmelzpunktgeschichte, ne? Sichere dich hinten komplett ab damit. Okay, Funks. Dann, komm die hier hin. Müssen wir auf beide Seiten wahrscheinlich. Muss ja vielleicht die andere Seite auch nochmal einkalkulieren, dass hier auch noch was kommen könnte, oder? Und... Na komm. Nee, was? Die wollte ich. Falls da was kommt, ich weiß es ja nicht. Pack die so und dann könnt ihr auch auf die reagieren. So, was haben wir hier? Der Typhoon. Was macht der Typhoon? Zack. Sollen wir die Sniper upgraden? Typhoon und stell die vor, die Sniper. Okay, so. Ist gut gegen die Wespen. Sollen wir irgendwas upgraden? Irgendwas, was kaufen wir noch? Die sind besser als ich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir machen uns gegenseitig kaputt. Raketenwerfer sofort alles zerstören, bitte. Die sind immer noch hier electrocuted. Sehr viele von diesen kleinen nervt. Okay, das war okay, okay, okay. So. Schlachtschiff mobilisieren. Alle 3 Runden erweitertes Schildgerät, Verstärkungskern. Schlachtschiff mobilisieren. Okay. Dann. Frage ich, ob ich hier vielleicht noch was machen muss. Guck mal, der hat hier. Seht ihr das? Ich muss hier die Flanke noch weiter schützen. Seine Flanke hinten. Hier, also das Schiff, das Schlachtschiff hier. Okay. So, wir müssen hier noch irgendwas machen, auf jeden Fall. Aber müssen wir nicht noch mehr machen? Kaufbarriere auf Typhoon. Warte. Welcher war das? Tarantel? Was sind denn mit Typhoons? Haben wir überhaupt da Typhoon? Warte, was ist das? Das ist ein Tarantel. Warten Sie bitte. Ah, jetzt kann ich das nicht mehr kaufen. Barriere. Okay. Nein. Oh, und jetzt haben wir nur noch 200. Ja, reicht das hier heute? Das wäre wichtig. Das reicht sehr, sehr gut. Die Flanke reicht auch. Oh, sehr gut. Das Schlachtschiff hat zugeschlagen. Hat da halt nicht mit gerechnet, ne? Okay, jetzt haben wir ihn wegen des Schlachtschiffs, aber das kann ich nur alle 3 Runden bauen. Jetzt kann er natürlich auch sowas bauen irgendwann vielleicht.
okay, Runde 5. Ja, wir kriegen 1000 Mark dazu. Was bauen wir? Photonmantel, massenproduzierter Geist. Elite-Hacker. Mustang, Fließbandfertigung. Prozediert alle 11 Sekunden 4 Mustangs. Alter, was? Also warte, weil du sagst 1, nutze sie sofort auf deinem rechten Haufen. Okay, zack. Dann Photon. Achso, erstmal neue Einheiten aufstellen und sie dann ganz am Ende nutzen, ne? Sollen wir noch irgendwas upgraden? Barriere auf Typhoon. Warte, Typhoon. Typhoon kriegt Barriere. Oh, das ist schön. Und dann bauen wir noch mehr Typhoons. Und die dann da rein, ne? Sollen die da mitten in die, in das, damit die mit ihrer Barriere alles schützt? Quasi da so rein? Und jetzt das hier. Oh. Let's go. Das, oh, Barriere ist weg. Die halten wir hier auf. Solange er da nichts Neues baut, sind wir an den Flanken safe. Er aber gewonnen. Und zwar sehr deutlich. Overlords. Jetzt hat er gewonnen. So, Overlords müssen wir freischalten, oder? Warte, elektromagnetischen Aufprallschuss. Schildabwurf. Oh, das klingt auch gut. Tragbarer Schild. Oder ein Elite-Hacker. Nehmen wir das, Schildabwurf. Und was, Overlord, ne? Wo ist der Overlord? Da, das. Okay, Overlord freischalten. Und kaufen. Und zwei Stück oder was? Wo bauen wir die hin? Hinter die Typhoons. Das wäre dann quasi hier. Und hier so. Ey. So, jetzt haben wir 150 Mark. Wir können die hier noch upgraden. Ah ne, scheiße, falsche Seite. Hier wollte ich das mal. Egal. Dann sind die schneller weg. Jo, das ist ein massives Problem. Das ist blöd. Der nimmt nicht auseinander hier, oder? Ah, ich glaube, das schaffen wir. Jetzt habe ich mein Schutzschild nicht genutzt, ne? Voll dumm. Was? Nein.
Der macht alles kaputt. Ich hab noch nichts von ihm kaputt gemacht. No, no, no. Ah, Mist. So, pass auf. Rhino, Phoenix, Feuerdachs oder den geilen Sand. Zweimal den Sandwurm. Können wir auch machen. Jetzt die Fähigkeit Ground Cannon auf Overlord anklicken. Dein Schild nutzen. Der linke Tower darf nicht fallen. Ne, da müssen wir jetzt noch was hinstellen. So, was nehmen wir? Rhinos, Phoenix. Die könnte man auch unten links hinstellen, die Phoenix, oder? Die sind doch super, Nimm die zwei Sandwürmer und stelle sie vor dem linken Tower. Okay. Aber wir müssen hier noch was machen, Leute. Hier muss auch noch was passieren, oder? Weil hier, ich muss da irgendwas gegen die machen. Soll ich da nicht... Ein Typhoon... So, und was, nein, was bauen wir noch? Irgendwelche Add-ons, die wir nutzen sollen? Das, die Artillerie? Ah, ich hab das Schutzschild nicht genommen. Ah, ich trottel. So, aber die sind weg. Muss auch mal seine Flanke erkennen. Kann ich nicht gleich wieder den dieses Mutterschiff da bauen, was ich ihm auf die Flanke setze dann? Mein Turm hat überlebt. Das ist ja geil. So, jetzt kann ich doch das Mutterschiff wieder auf die Flanke setzen. So, was machen wir jetzt? TP aller Einheiten. Oh, eine Brandbombenwand. Brandbombe. Okay. So, also könnten wir das Schlachtschiff... Könnten wir erstmal hier positionieren, oder? Oder... Kommt das Schlachtschiff wieder auf seine... Hier? Und dann... Wo ist sein Kleinvieh? Da. Jetzt können wir die Brandbombe hier in diese Richtung oder was, ne? So. Und das habe ich jetzt vielleicht verkackt, meint ihr? Und mein Schild. Schildabwurf. Ey, kann ich nicht das damit schützen in der Zeit, wo das... Soll ich das Schlachtschiff schützen? Okay. So, was bauen wir noch? Upgrades. Bin zu langsam. Ah, Mist, das wollte ich nicht. Das ist einfach komplett dumm gelaufen. Die Kriecher wollte ich da, das war nicht mein Plan, die wollte ich nach hier unten links stellen. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert.
Das Schiff ist weg. Das war voll die Verschwendung. Das habe ich einfach komplett verschwendet, das Schiff. Wieso stelle ich das da rein, wo seine Abwehrtruppen sind? Deswegen wollte ich das mit dem Schutzschild schützen, dass es in der Zeit kein Schaden nimmt, wo es aufgebaut wird. Das war dumm. Victory! Ja, geil. Das ist ja Hammer. Ist das geil? Hammer, ey, das hat Spaß gemacht. Das macht Spaß, das Spiel. Geil, eben gewonnen. Es macht natürlich mehr Spaß, auch wenn man von euch geil gecoacht wird. Leute, ihr seht, es ist ein nices Game. Ich wurde ja heute eingeladen zur Party, zum Full Release von Paradox Arc, mir das Ganze mal anzugucken. Das war ja lange eine Early Access und war da schon ein absoluter Hit auch auf Twitch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, die spielen das alle, das sieht geil aus, ich will mich da auch mal ranwagen. Viele von euch haben auch gesagt, zock das doch mal. Und dann war so ein bisschen, kurz ein bisschen Pause so und jetzt ist halt Full Release und jetzt kann man, glaube ich, nochmal richtig geil einsteigen. Mir macht das wirklich Spaß und wenn ihr auch Bock habt, das mal auszuprobieren, geht gerne über meinen Bot. Ich habe ja hier gerade so ein Bot, Ausrufezeichen, könnt ihr eingeben und dann Matcher, Ausrufezeichen oder Mecca, spricht man sehr besser aus. Und da kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Oder ihr geht einfach auf meinem Twitch-Kanal auf die Grafik und dann könnt ihr das über meinen Link kaufen, wenn ihr Bock drauf habt, das mal selber auszuprobieren. Und ich kann euch leider nicht garantieren, dass ihr auch so geile Coaches habt wie ich. Denn ohne euch würde das natürlich, hätte ich nicht gewonnen. Aber man hat wirklich das Gefühl, es gibt hier so eine Lernkurve. Man muss alle Einheiten checken. Das ist das A und O. Alle Einheiten kennen und wissen, was kontert den Gegner. Und dann, das, was mir daran auch so gefällt, ist dieses vorausschauende Denken. Ne? Man überlegt dann, okay, pass auf, jetzt habe ich das und das. Was macht er in der nächsten Runde? Wie kann ich vielleicht einen Schritt vorausdenken? Ja, also so wie jetzt gerade, okay, wann setzt er was auf die Flanke? Wie kann ich ihn überraschen und so? Das ist schon nice. Da ist eine Menge Potenzial. Genau, check das mal aus. Das war's von mir, von Macabellum. Und großer Spaß. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich gehe mit dem Sieg heraus. Das gefällt mir gut. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.